So, ihr seht hier schon, das Open Air Farnfeld hat heute eröffnet, aber natürlich gibt es trotzdem einen Daily Kopfbaum. Ich werde heute im Hukachon 80 Feet wieder mal den Banana Sin von Soma bauen. Ein sehr, sehr spezieller Tabak, aber mir persönlich schmeckt er. Ich werde gleich beim Fazit noch einiges dazu sagen. Das ist ein Banane-Zimt-Tabak. Und ja, ich lege gleich mal mit dem Kopfbaum los und dann sehen wir uns auch schon beim Fazit wieder. Ich habe das Ganze wieder randhoch locker gebaut und ja, dann sehen wir uns jetzt beim Fazit wieder. So, ihr seht schon, das Ganze gewärmt wieder mal top, also in dem Setup läuft so mal wirklich ohne Probleme. Der Bananasin schmeckt mir auch extrem gut, die Mischung wurde ja etwas abgeändert, also das ist eine neue wie beim Release. Also wenn ihr da mal früher eine Produktion von dem hattet, das ist jetzt etwas anders. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt etwas süßer, geht noch mehr Richtung Zimt, etwas weniger Richtung Banane. Mich erinnert der Tabak extrem stark an diese Süßigkeitenkugel, die roten, die Zimtkugeln, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber es kommt schon sehr nah dran. Man hat wirklich eine extrem leckere, süße Zimtnote. Und für zwischendurch ist der Tabak auch wieder top. Könnte man definitiv nicht täglich rauchen. Aber als etwas Abwechslung zu den Standard-Flavors kann ich den Tabak nur jedem weiterempfehlen. Wenn ihr Zimt und Banane mögt, probiert das mal aus. Klingt etwas komisch, aber mir schmeckt's. Und ja, dann war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.